So, jetzt beginnen wir mit den 5 Grundprinzipien von Braut. Ja. Dazu erstmal eine Geschichte. 1957 ist Sri Sarkar zwei Jahre, nachdem er seine spirituelle Mission Ananda Marga gegründet hat. Und es ist eine seiner Gewohnheiten, täglich mit Anhängern und Devotees spazieren zu gehen und Schülern spazieren zu gehen. Und an einem dieser Tage, 1957, ist er mit einer Gruppe spazieren gegangen, einschließlich eines MPs, Member of Parliament, also eines Abgeordneten Parlamentarier, Shashi Ranjan heißt er, der halt auch ein Schüler und ein Devoti von Baba war. Und er war Mitglied des indischen Parlamentes, war sehr gebildet und war völlig ein Schüler und Devoti von Baba. Und während sie spazieren gegangen sind, hat Shashi Ranjan halt davon erzählt, dass er viel mit der Öffentlichkeit zu tun hat und oft halt ausdrückt, dass Sri Sarkar, sein spiritueller Name ist ja Sri Sri Anandamurti, dass Sri Sri Anandamurti so eine göttliche Persönlichkeit ist, wie Indien das aus der Geschichte kennt von Shiva und Krishna und Buddha zum Beispiel. Und Shashi Ranjan sagt, dass er das öfter sagt. Und er hat dann zu Baba gesagt, oft höre ich zurück, okay, wenn so eine göttliche Persönlichkeit existiert auf dieser Erde, warum tut er nichts für uns armen Menschen? Warum ist immer noch Armut und denkt er nicht an die leidenden Menschen? Und Shashi Ranjan hat das so in seiner Einfachheit, in seiner Direktheit Baba ausgedrückt. Und Baba, nochmal zur Wiederholung, Baba ist der Name, den wir für unseren spirituellen Meister einfach verwenden. Das bedeutet in diesem Zusammenhang einfach geehrter und geliebter Vater. Baba hat dann zu Shashi Ranjan gesagt, warte mit deiner Antwort, wenn die richtige Zeit gekommen ist, dann kannst du die richtige Antwort geben. Das war 57. Dann 1959 hat Baba angefangen, Acharyas, spirituelle Lehrer, den Unterricht zu geben. Baba hat ja gearbeitet zu der Zeit und abends sind dann ein paar seiner Schüler und Schülerinnen zusammengekommen und er hat ihnen Unterricht gegeben, den Acharyas. Das sind also spirituelle Lehrer gewesen, das waren keine Mönche. Baba hat ja angefangen mit ganz normalen Familienleuten sie auszubilden als spirituelle Lehrer, sodass sie dann Einweisungen geben können. Und so hat er halt Unterricht gegeben. Und 59 hat er abends dann nach seiner Arbeit dann mit diesen Acharyas, mit diesen spirituellen Lehrern zusammengesessen und hat ihnen weiteren Unterricht gegeben. Und am Ende dieser Reihe des Unterrichts sprach er über soziale Entwicklung, über die soziale Entwicklung der Gesellschaft und hat dann am Ende seines Diskurses von Braut gesprochen. 59 hat er dann Braut in groben Zügen skizziert in diesem Unterricht. Und aus diesem Unterricht haben dann die Schüler, es war sehr, sehr einfach. Die hatten noch nicht mal, ich denke, einen Kassettenrekorder. Die haben alles mitgeschrieben und aufgeschrieben. Und so haben sie dann zum Schluss all das, was sie aufgeschrieben haben, zusammen zu einem Manuskript gemacht. Und daraus ist dann das philosophische Buch Idea und Ideology, Idee und Ideologie
ist daraus gemacht worden. Mhm. Und die letzten beiden Kapitel von diesem Buch Idee und Ideologie, die behandeln die Sozialphilosophie von Ananda Marga. Und am Ende hat Barbara halt gesagt, diese Konzepte heißen PROUT, Progressive Utilization Theory, fortschrittliche Nutzungstheorie. So, und Barbara hat beschrieben, was PROUT erreichen will. Und nachdem er den Unterricht beendet hat, nachdem er diese Serie beendet hat, hat er dann seinen Generalsekretär gesagt, so, jetzt kannst du eine Nachricht an Shashi Ranjan schicken und ihm sagen, er kann jetzt antworten, dass es eine Antwort gibt auf die Frage, wie können wir die Armut beseitigen. Denn Baba ist nicht wie ein, soll ich sagen, wie ein Gott, der irgendetwas auf der Welt einfach so durch Wunder verändert, sondern er wollte uns zeigen, durch unser eigenes Denken, durch die Schaffung von Konzepten und durch unsere eigene Arbeit auf der Grundlage von Spiritualität, können wir selber Armut beenden und eine menschliche Gesellschaft erschaffen. Und er hat die Grundlagen dafür gelegt mit dem Konzept von PROUT. So, dann, nachdem das Manuskript zusammengetragen wurde, haben sie es dann in den Druck gebracht. Es geht noch weiter, die Geschichte. Ein paar Tage danach ist Baba wieder am Abend spazieren gegangen mit Devotees. Und während des Spaziergangs, als er halb auf dem Weg war, zum Ziel zu gelangen, hat er einen seiner Schüler gebeten, nochmal zurückzugehen zum Jagriti, um eine Kerze zu holen und Papier und Stift, um etwas aufzuschreiben. Okay, derjenige ist dann zurückgerannt zum spirituellen Zentrum und Baba mit der anderen Gruppe ist dann zum Tigers Grab. Das war ein bestimmter Ort, wo sie sich immer versammelt haben und wo Baba mit seinen Schülern und Schülerinnen Sachen besprochen hat. Seinen Schülern eigentlich. Und an dem Abend hat Baba dann die fünf Grundprinzipien von PROUT formuliert und aufgeschrieben. Und er hat gesagt, diese Grundprinzipien werden die Grundlage bilden für die Arbeit von Sattvibras, für die Erschaffung einer wahren menschlichen Gesellschaft. Und nachdem er diese fünf Prinzipien gegeben hat, hat er dann einen seiner Schüler gebeten, in der Nacht mit dem Zug zu dem Ort zu fahren, wo die Druckerei war, damit diese fünf Grundprinzipien noch zugefügt werden konnten in den Druck von dem Buch Idee und Ideologie. So, ich erzähle die Geschichte, um auszudrücken, mit was für einer totalen Natürlichkeit Baba gearbeitet hat. Ich meine, er hat mit Kerzenlicht und mit Stift und Papier draußen die Grundprinzipien von PROUT sozusagen formuliert. Ja, er hat damit einfach gezeigt, wir sind im Leben, und wir tun, was wir können in der Situation, in der wir sind. Und wir können unser volles Potenzial nutzen. Und das hat Baba auch später gesagt. Er sah sich in der Pflicht, PROUT zu formulieren, weil er einfach sah, die Gesellschaftsordnung ist extrem mangelhaft und sie braucht eine neue Richtlinie, neue Richtlinien. Und die wollte er und die hat er mit PROUT gegeben. So sind die fünf Grundprinzipien von PROUT das erste Mal formuliert worden. Ende 59. Und jetzt sind sie Teil von dem Buch Idee und Ideologie.
So geschichtlich vielleicht noch ein bisschen weiter. 1962, also 3 Jahre später, hat Babagan das philosophische Werk Ananda Sutram geschrieben. Das hat er tatsächlich geschrieben. Fast alle Dinge, die wir von Baba lesen, sind Diskurse, die er einfach gegeben hat und die wurden dann aufgeschrieben oder aufgenommen und die wurden dann praktisch aufgeschrieben. Aber Ananda Sutram, das hat er geschrieben. Und das war 62. Und das letzte Kapitel von Ananda Sutram, das sind dann die 16 Sutras, die von Braut handeln. Und die letzten 5 dieser 16 Sutras sind die Sutras der 5 Grundprinzipien, erstmal in Sanskrit formuliert und dann in Englisch erläutert. So ist Braut als Konzept entstanden. Ja. Und jetzt lasst uns hören, was diese 5 Grundprinzipien sind. Ich werde sie vorlesen, auf Deutsch natürlich übersetzt, und dann auch teilweise aus Ananda Sutram lesen, was Baba für eine Erläuterung gibt in Bezug auf das jeweilige Prinzip. So, das erste Grundprinzip von Braut lautet: Keinem Individuum sollte es erlaubt sein, ohne die eindeutige Erlaubnis oder Zustimmung der kollektiven Körperschaft materiellen Reichtum anzuhäufen. Also niemandem sollte es erlaubt sein, ohne die Genehmigung der Gesellschaft, der kollektiven Körperschaft materiellen Reichtum anzuhäufen. Das heißt, dass die Gesellschaft Gesetze erlassen muss, die klären, wie viel materiellen Reichtum Personen anhäufen können. So einfach ist das. Genauso wie wir heutzutage sagen, es sollte einen Mindestlohn geben, also eine Mindestbezahlung, so muss es auch eine Obergrenze geben. Und ich werde kurz 1-2 Sätze aus der Erläuterung aus Ananda Sutram noch vorlesen. Und das kommt uns dann auch schon wieder bekannt vor, weil wir schon darüber gesprochen haben. So, zur Erläuterung. Das Universum ist das gemeinsame Eigentum aller. Alle haben Nutzungsrechte, aber keiner hat das Recht, dieses gemeinsame Eigentum zu missbrauchen. Wenn eine Person übermäßigen Reichtum erwirbt und ansammelt, beschneidet sie in direkter Weise das Glück und die Annehmlichkeiten von anderen in der Gesellschaft. Ja, das ist ein grundlegendes Prinzip, dass die materiellen Bedürfnisse, dass der materielle Reichtum klar in der Gesellschaft definiert wird. Wie viel materiellen Reichtum einzelne Personen oder Personen anhäufen können. Das ist, was damit gemeint ist. Und wo kommt das her? Aus dem ersten Satz der Erläuterung, von dem wir schon gesprochen haben. Dass unser Verständnis ist, dass das Universum das gemeinsame Eigentum aller ist. Und wir alle haben ein Nutzungsrecht, aber wir haben kein Recht, diesen Reichtum zu missbrauchen. Und letztendlich, das Konzept von Besitz hier, ist es auch gut, dass wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Zum Beispiel das Haus hier, in dem wir sind. Jetzt können wir sagen, ich oder wir besitzen dieses Haus. Eigentlich, wir nutzen dieses Haus. Dieses Haus existierte lange bevor wir existierten. Und dieses Haus wird sehr wahrscheinlich existieren, noch nachdem ich oder andere von uns hier sein werden. Also es ist sehr relativ mit dem, was wir besitzen. Und deswegen spricht Baba hier von Nutzungsrechten.
Die Gesellschaft sollte sagen, die Menschen haben das Nutzungsrecht, das Recht, dieses Land zu nutzen, die Gebäude und so weiter zu nutzen. Aber wir können doch nicht behaupten, dass wir die Quellen, aus denen das Haus gebaut ist, unser eigener Körper zum Beispiel, das Wasser, was in der Natur existiert, die Luft, die in der Natur existiert, da können wir doch nicht sagen, dass wir das besitzen. Das ist doch der Eigentum des Universums aller. Und aus diesem Verständnis heraus, dass das Universum ist das gemeinsame Eigentum aller. Und wir haben alle Nutzungsrechte. Nur nicht das Recht, Eigentum oder den Reichtum zu missbrauchen. Das ist also das erste Grundprinzip von Braut. Jetzt lese ich das zweite Grundprinzip von Braut vor. Es sollte eine maximale Nutzung und rationale Verteilung aller weltlichen, überweltlichen und spirituellen Potenziale des Universums geben. Und hier lese ich jetzt die Erläuterung dazu auch, weil Babas Worte sind einfach so prägnant. Der Reichtum und die Ressourcen, die in den groben, feinen und kausalen Welten verfügbar sind, sollten für das Wohlergehen aller entwickelt werden. Alle Ressourcen, die in der fünf elementaren Welt verborgen sind, das heißt fest, flüssig, leuchtend, luftig und ätherisch, sollten vollständig genutzt werden. Und der Versuch, dies zu tun, wird die maximale Entwicklung des Universums gewährleisten. Menschen werden Land, Meer und Raum richtig erforschen müssen, um die erforderlichen Rohstoffe zu entdecken, zu fördern und zu verarbeiten. Es sollte eine rationale Verteilung der angesammelten Reichtümer der Menschheit geben. Mit anderen Worten, allen Menschen müssen die Grundbedürfnisse zugesichert werden. Zusätzlich müssen die Bedürfnisse von verdienstvollen Menschen und in bestimmten Fällen von denjenigen mit besonderen Bedürfnissen auch betrachtet werden. Also, worum geht es hier? Es geht um die maximale Nutzung. Darüber haben wir am ersten Tag gesprochen. Das heißt, die Entfaltung des Potenzials, dass jede Person ihr volles Potenzial entfalten kann, dass jedes Lebewesen das volle Potenzial entfalten kann und dass alle Rohstoffe und so weiter, die existieren, dass wir sie nutzen. Aber auf eine Art und Weise, die gut ist für alle und für jeden Einzelnen. Da kommen wir später noch darauf. Also nicht nur eine maximale Ausbeutung, sondern eine Art und Weise, die Entfaltung des Potenzials maximal zu nutzen. Das ist das eine. Und das andere nennt Baba dann, und die Nutzung bezieht sich auf nicht nur materielle Ressourcen, sondern auch, was Baba hier beschreibt, als weltliche und überweltliche und spirituelle. Er meint damit geistige Ressourcen. Also der Mensch hat geistige Ressourcen, Tiere und Pflanzen haben auch in begrenzter Weise geistige Ressourcen und überweltliche Ressourcen. Das bedeutet dann im Kollektiven, die einzelnen Menschen haben vielleicht einzeln geistige Ressourcen, aber das kollektive geistige Potenzial ist dann nochmal ein anderes Potenzial. Das heißt, es gibt überweltliche Potenziale, geistige Potenziale und spirituelle Potenziale. Die hängen dann zusammen mit Bewusstsein und mit der Kraft der universalen Liebe und so weiter. Also Baba denkt hier wieder ganzheitlich und spricht jetzt nicht nur von materiellen, physischen Ressourcen. Die sollten maximal genutzt werden und rational verteilt werden. Und mit rationaler Verteilung spricht er hier wieder sehr direkt an, dass rationale Verteilung zuerst bedeutet, dass die Mindestbedürfnisse zugesichert sind. Dass also alle ihre Grundbedürfnisse erstmal
gedeckt bekommen durch diese maximale Nutzung. Und das ist dann der erste Schritt der rationalen Verteilung. Wenn Leute irgendwo hungern und woanders im Reichtum schwelgen, dann ist es keine rationale Verteilung. Dann muss die Verteilung verändert werden. Genau, und das ist, was wir gelernt haben heute Vormittag. Und das Zweite spricht Baba hier auch an. Und rationale Verteilung bedeutet dann, dass diejenigen, die besonders zur Entwicklung der Gesellschaft und zur Hilfe anderer beitragen, dass die den Mehrertrag erstmal zugestellt bekommen. Und dass die Bedürfnisse von besondere Bedürfnisse von Menschen und ich würde auch sagen besondere Bedürfnisse von Tieren und Pflanzen, da wir jetzt zum Beispiel sehen, dass bestimmte Tierarten vom Aussterben bedroht sind oder bestimmte Pflanzenarten, dann gibt es hier bestimmte besondere Bedürfnisse. Das heißt, wir würden dann bestimmte Ressourcen zur Verfügung stellen, dass diese Tierart oder diese Pflanzenart sich wieder erholen kann und verbreiten kann. So, das sind die wichtigen Punkte in Verbindung zu dem zweiten Grundprinzip von Braut. Dann kommen wir jetzt zum dritten Grundprinzip von Braut. Es sollte eine maximale Nutzung der physischen, metaphysischen und spirituellen Potenziale der einzelnen und kollektiven Körper der menschlichen Gesellschaft geben. Also es geht hier wieder um eine maximale Nutzung. Diesmal ist der Schwerpunkt auf die Nutzung der Potenziale der einzelnen und kollektiven Körper der menschlichen Gesellschaft. Und zur Erläuterung lese ich vor. Es ist eine längere Erläuterung, deswegen kann es sein, dass ich ein, zwei Sätze weglasse. Die Gesellschaft muss die maximale Entwicklung des kollektiven Körpers, auf Englisch einfach collective body, auf Englisch ist das ein Begriff, der gänglicher ist. Das ins Deutsche zu übersetzen, habe ich jetzt erstmal so gelassen, kollektive Körper. Im ersten Prinzip habe ich Collective Body mit kollektiver Körperschaft übersetzt, weil das ein bisschen institutioneller ist. Hier, wie gesagt, kollektive Körper bezieht sich auf Gemeinschaften. Letztendlich auf Gemeinschaften. Eine Familie ist ein kollektiver Körper. Eine Dorfgemeinschaft ist ein kollektiver Körper. Die Gesellschaft muss die maximale Entwicklung des kollektiven Körpers, des kollektiven Geistes und des kollektiven Bewusstseins gewährleisten. Also hier betont Baba, dass wir nicht nur Individuen sind, sondern dass wir auch einen kollektiven Körper bilden, als Menschheit oder als Familie, als Gesellschaft in Deutschland und einen kollektiven Geist haben, eine kollektive geistige Anstrengung und Ausrichtung und ein kollektives Bewusstsein, Consciousness, dass wir eine kollektive Verbindung, Seele haben und dass wir diese Entwicklung, dass wir uns dessen bewusst sind und diese bewusst nutzen. Gewährleisten, meine ich. Und hier spricht Baba von dem Prinzip, dass man darf nicht vergessen, dass das gemeinsame Wohlergehen in den Einzelnen liegt und das individuelle Wohlergehen im Kollektiv liegt. Das heißt, das Wohlergehen des Einzelnen in einer Familie liegt im Kollektiv der Familie. Wenn die ganze Familie kümmert sich um den Einzelnen und so liegt das Wohlergehen des Einzelnen im Kollektiv und das Wohlergehen des Kollektives liegt im Wohlergehen des Einzelnen. Das heißt, wenn es dem Einzelnen nicht gut geht, dann wird es auch dem Kollektiv letztendlich nicht gut gehen. Das heißt, es ist eine ganz natürliche Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Individuum. Das ist eigentlich so einfach,
Aber sich dessen klar zu werden und dementsprechend zu handeln, ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen dem, was wir in Braut vorschlagen und was im Kapitalismus geschieht. Da geht es darum, nur ich als Einzelner, ich sollte das Recht haben, unendlich viel Reichtum anzuhäufen. Selbst wenn die Leute neben mir verhungern oder selbst wenn ich Zigaretten und Drogen und was auch immer verbreite. Nicht zu verstehen, wenn das ein Unternehmer sagt zum Beispiel, dass es sein kann, dass morgen oder übermorgen seine Tochter oder sein Sohn selber an Drogenmissbrauch stirbt oder Opfer von Gewalt ist von Menschen, die einfach zu arm sind. Also dieses Verständnis, dass das Wohl des Einzelnen im Kollektiv liegt und dass das Wohl des Kollektives im Wohl des Einzelnen liegt. Dass es da eine Wechselwirkung gibt. Ja, darauf legt Baba hier sehr viel Wert in diesem Prinzip. Und deswegen sagt er dann weiter, die Entwicklung des kollektiven Geistes ist nicht möglich, ohne richtiges soziales Bewusstsein zu entwickeln. Den Geist des sozialen Dienstes zu fördern, das heißt, dass wir in einem Gefühl arbeiten und die Gesellschaft ermutigen zum sozialen Dienst und Wissen in jeder Person zu erwecken. Das heißt, wir achten darauf, dass jede Person ein freies, unabhängiges Wissen erlangen kann. Also inspiriert mit dem Gedanken des Wohls des kollektiven Geistes, gilt es, das Wohl des individuellen Geistes zu fördern. Und jetzt spricht Baba direkt von Moral und Spiritualität. Die Abwesenheit von spiritueller Moral und Spiritualität in Individuen wird das Rückgrat des Kollektivs brechen. Also für das gemeinsame Wohlergehen gilt es, Spiritualität in den Individuen zu wecken. Und hier ist auch wieder dieser Ansatz von Sri Sakha, dass Spiritualität nicht nur eine Sache des Individuums ist, sondern wichtig ist für die Gesellschaft. Dass wenn Menschen sich nicht spirituell und ethisch orientieren, dass das Kollektiv enorm darunter leidet. Deswegen ist Spiritualität in Braut nicht nur eine individuelle Sache, sondern wirklich eine Sache für die Gesellschaft. Ja. So. Soweit erstmal zum dritten Grundprinzip von Braut. Jetzt kommen wir zum vierten Grundprinzip von Braut. Es sollte eine richtige Anpassung unter diesen physischen, metaphysischen, weltlichen, überweltlichen und spirituellen Nutzungen stattfinden. Ja, das sind recht, wie soll ich sagen, abstrakte Prinzipien, die Baba hier erstmal aufgestellt hat, als eine Orientierung. Was bedeutet das jetzt? Eine richtige Anpassung all der verschiedenen Nutzungen. Und deswegen lese ich jetzt noch ein bisschen vor, um die Erläuterung von Baba hier zu hören. Während der Förderung des individuellen und kollektiven Wohlergehens sollte es eine richtige Anpassung unter den physischen, geistigen und spirituellen Bereichen und den groben, feinen und ursächlichen Welten geben. Okay, das ist jetzt nochmal ein bisschen abstrakt. Ich denke, vom Prinzip verstehen wir das. Zum Beispiel hat die Gesellschaft die Verantwortung, die Grundbedürfnisse jeder Person zu decken. Aber wenn es für jeden aus dem Impuls dieser Verantwortung Nahrung verschafft und ein Haus baut, wird die Eigeninitiative gebremst.
Leute werden allmählich lethargisch werden. Deshalb muss die Gesellschaft Vorkehrungen schaffen, sodass die Menschen im Austausch für ihre Arbeit entsprechend ihrer Kapazität das Geld verdienen können, das sie brauchen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Um das Niveau der Grundbedürfnisse der Menschen zu erhöhen, ist es am besten, ihre Kaufkraft zu vergrößern. Also hier gibt Barber ein Beispiel. Ne? Ein Beispiel, was eine richtige Anpassung ist. Das ist zum Beispiel, dass es nicht eine richtige Anpassung ist, Leuten einfach alles zukommen zu lassen, sondern dass es eine richtige Anpassung ist zu sehen, diese Personen haben dieses Potenzial, lass uns dieses Potenzial fördern. Das so, was mir jetzt so spontan kommt, ist aus der Kindeserziehung. Ich denke da an Montessori zum Beispiel. Da sagt man auch nicht den Kindern, so, hier ist die Aufgabe und ich zeig dir jetzt die Lösung. Das musst du einfach befolgen. Sondern hier ist eine Aufgabe und hier hast du ein paar Sachen und schau mal, wie du eine Lösung findest. Das heißt, wir geben den Kindern einen Raum und eine Unterstützung, ihre geistigen und individuellen, körperlichen, geistigen und spirituellen Potenziale zu fördern. Das ist ein Beispiel von richtiger Anpassung. Das nicht nur sozusagen das einfache auswendig lernen, dass die Kinder mechanisch verstehen, okay, so kann ich diese Sachen lösen. Und dann würden wir aus ihnen gehorsame Arbeiter und Konsumenten machen, natürlich, aber nicht ihr wirklich geistiges und spirituelles Potenzial fördern. So, und dann bedeutet richtige Anpassung, wenn zum Beispiel, was bedeutet das, wenn eine Person ein großes künstlerisches Potenzial zum Beispiel hat? Was ist dann die richtige Anpassung? Jetzt passt Sergej gerade die Situation an, weil die Sonne gerade sehr rein scheint und das Bild sehr erhellt jetzt von mir. Und wir schauen mal, wie wir das hinbekommen. Aber dazu müsste er, ja, wir haben ja keine Rollos. Hätten wir das jetzt wäre es gewusst, hätten wir hier auch Rollos für angehört. Aber ihr könnt mich ja gut sehen. Ne? Noch geht's. Könnt ihr mich gut sehen? Es geht, ja, okay, machen wir einfach. Ist okay, das machen wir so gleich. Wenn zum Beispiel jemand, ein Kind oder ein Erwachsener, besondere Talente hat, dann wäre eine richtige Anpassung, diese Talente in der Erziehung zum Beispiel besonders zu nutzen. Ja, mir kommt jetzt wieder mit der Bildung und mit der Kindeserziehung. Kinder sind sehr, sehr unterschiedlich. Und dann zu sehen, welche Kinder was für ein Potenzial haben, vielleicht ein künstlerisches Potenzial. Andere Kinder, wow, das kann man sehen, die Jungs, die haben so ein Potenzial für Zahlen manchmal und lieben es, mit Zahlen sich zu beschäftigen und sich daran zu erinnern und so weiter. Natürlich ist dann wichtig, dass sie auch andere Sachen machen, aber dass dann dieses Potenzial besonders gefördert wird. Wenn Menschen ein ausgeprägtes spirituelles Potenzial haben, die Fähigkeit, wirklich außergewöhnlich vielleicht Empathie zu entwickeln, eine Verbindung zu Gott, dann ist das ein enormes Potenzial. Dann sollte das spezifisch genutzt werden. Das ist, was mit der richtigen Anpassung gemeint ist. Also die Kapazitäten entwickeln. Die Kapazitäten entsprechend entwickeln. So, dann lese ich das jetzt nochmal vor, diesen Absatz. Richtige Anpassung bedeutet auch, dass während die Gesellschaft Dienst von einer Person nimmt, die physisch, geistig und spirituell entwickelt ist, sie einer erwogenen Methodik folgen sollte. Die Gesellschaft wird physischen, intellektuellen oder spirituellen Dienst von einer Person annehmen, abhängig davon, welche dieser Qualitäten in jener Person besonders entwickelt sind.
Von denjenigen, die ausreichend physisch und intellektuell entwickelt sind, wird die Gesellschaft einer ausgewogenen Vorgehensweise folgen und dementsprechend mehr intellektuellen und weniger physischen Dienst nehmen, weil intellektuelle Kraft verhältnismäßig fein und selten ist. Von denjenigen, die physisch, geistig und spirituell entwickelt sind, wird die Gesellschaft maximalen spirituellen Dienst, weniger intellektuellen Dienst und noch weniger physischen Dienst nehmen. Also das heißt, entsprechend des Potenzials wird das Potenzial entfaltet werden. Ja, okay. Das soweit zum vierten Grundprinzip von Braut. Das fünfte Prinzip von Braut. Die Methode der Nutzung sollte entsprechend den Veränderungen in Zeit, Raum und Person variieren und die Nutzung sollte progressiver Natur sein. Ja, und ich lese einen Teil der Erklärung. Der richtige Gebrauch jedes Gegenstands ändert sich gemäß den Änderungen von Zeit, Raum und Person. Und so, genau, das erstmal. Zum Beispiel sollte die Energie, die eine kräftige Person anwendet, um einen riesigen Hammer zu bedienen, durch wissenschaftliche Forschung genutzt werden, um mehr als einen Hammer auf einmal zu bedienen, anstatt die Energie daran zu vergeuden, nur einen Hammer zu bedienen. Ja, also ich denke, es ist offensichtlich, es geht darum, dass die Methode der Nutzung sich ändert, entsprechend den Änderungen von Zeit, Ort und Person. Wir hatten das schon mal besprochen, Windenergie zum Beispiel hat sicherlich einen Platz, aber nicht an jedem Ort. Die Nutzung der Windenergie ändert sich, ob wir an der Nordsee sind oder ob wir am Bodensee sind zum Beispiel oder im Schwarzwald. Das ist das eine. Und das andere sollten wir darauf bedacht sein, dass wir Sachen maximal nutzen. Wir könnten jetzt hier in unserem Haus viele kleine Öfen haben, in vielen Zimmern und jeden kleinen Ofen mit Holz beheizen, so wie das in der Vergangenheit geschehen ist. Oder wir nutzen die Technologie der Holzvergasung und haben einen Kessel, wo wir einen Kessel befeuern, ein Feuer machen, dieses Feuer in Gas umgewandelt wird und das Gas dann Wasser erheizt und dann Wasserleitungen das ganze Haus erwärmen. Offensichtlich. Das heißt, die Nutzung des Holzes maximieren wir durch fortschrittliche Technologie. Das ist, was damit gemeint ist. Dieses Prinzip ist ein Prinzip der Fortschrittlichkeit, ne? Wo wir sagen, das Universum ist in einem ständigen Wandel. Was gestern gut war, kann heute schon weniger gut sein. Was für eine Person oder was in einem Land gut ist, kann für eine andere Person oder für ein anderes Land nicht gut sein. Wir müssen fortschrittlich denken. Und fortschrittlich heißt, was führt zum größtmöglichen Wohl entsprechend der Situation von der Person oder die Personen, die damit zusammenhängen, von dem Ort und von der Zeit, um die es geht. Das ist das Grundprinzip dahinter. Ja.
So, das möchte ich jetzt erstmal so zum fünften Prinzip sagen. Und jetzt können wir sehen, ob ihr etwas dazu sagen oder fragen möchtet. Hat jemand dazu etwas zu sagen oder zu fragen? Wie wir sehen, sind das wirklich Prinzipien, Grundsätze, die uns eine Orientierung ermöglichen in Bezug auf die Werte. Wenn wir zum Beispiel den Wahl-O-Maten beantworten, da sind viele extrem konkrete Fragen, wirtschaftliche Fragen, soziale Fragen in Bezug auf verschiedene Bildungssysteme, Gesundheitssysteme. Was ich zuerst mache, ist, ich schaue, ich durchlaufe die Prinzipien, worum es geht, worum es uns geht, was unsere Werte sind, was unsere Ziele sind. Und dann lerne ich die Daten, die notwendig sind, um eine angemessene Antwort entsprechend dem Ort, das ist zum Beispiel jetzt Deutschland, oder wenn es ein Wahl-O-Mat für Bremen ist, dann kann die Antwort etwas anders aussehen, als wenn es ein Wahl-O-Mat für Bayern ist. Das heißt, ich passe die Frage an auf die Unterschiede in dem Ort, die Zeit, sprechen wir von heute, sprechen wir von einer Frage, wie es in 5 Jahren sein sollte, von welchen Personen sprechen wir. Das heißt, ich habe jetzt diese Grundprinzipien, ich nehme dazu die Informationen, die ich brauche, und gebe dementsprechend Antworten, was unsere Vorschläge sind von einem protestantischen Standpunkt.